Ja, vielen, vielen Dank für die Chance, dass wir berichten dürfen. Auch das ist ja eins der Ergebnisse gewesen von der Jugendsynode, dass hier auch mal ein bisschen was über den Landesjugendkonvent erzählt wird. Wir haben dankenswerterweise von Nathalie eine Präsentation erstellt bekommen. Damit kann ich nicht umgehen. Ist noch. Nee. Ja, also ein kleiner Bericht von unserer Arbeit. Wir haben natürlich lange überlegt, worüber reden wir nun heute. Und vier Punkte haben wir festgemacht. Es gab häufig in den Diskussionen der letzten Jahre die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Wo kommen wir her? Dürfen wir das eigentlich? Wir werden ein bisschen erzählen, was wir im LJK im vergangenen Jahr gemacht haben. Wir werden auch erzählen, was in den Kirchenkreisen aktuell an Arbeit in den Gremien läuft. Und zuletzt wird es noch ein bisschen um Save the Dates gehen. Was steht bei uns eigentlich so an? Ja, wir als die Vertretung der evangelischen Jugend, der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, das ist das, als was wir uns verstehen. Und dazu ist es natürlich nötig, dass auch wir eine grundlegende Struktur von ganz unten her haben. Und versprochen, ich mache es nicht ganz lange, aber da müssen Sie jetzt durch. Erst einmal ein kurzer Überblick, wer ist denn aktuell so dabei? Also Sie alle wissen ja ungefähr, wo Ihr Kirchenkreis liegt. Wenn da ein roter Punkt drinne sitzt, war im vergangenen Jahr ein Jugendvertreter im Landesjugendkonvent. Die traurige andere Richtung, ist dort kein rotes Pünktchen drinne, war im vergangenen Jahr niemand als Vertreter Ihres Kirchenkreises im Landesjugendkonvent. Ich erinnere mich an meine erste Synode hier. Da durfte ich damals auch eine Liste vorlesen. Da sah es auch noch nicht so viel besser aus. Ja, was uns wichtig ist, wir können pro Kirchenkreis 4 Vertreter im Landesjugendkonvent aufnehmen. Das heißt, wir könnten eigentlich auch eine sehr große Gruppe sein. Und zusätzlich verknüpfen wir uns natürlich auch mit anderen Landeskirchen, laden regelmäßig Gäste ein, besonders die Kooperation mit der EBO, mit Berlin-Brandenburg, der Schlesischen Oberlausitz, ist sehr lang gewachsen und sehr, sehr gut. Auch aus Bayern, aus der Nordkirche, wir hatten auch schon Gäste aus der EKKW und aus Sachsen, sind gerne gesehen. Regelmäßig kommen Vertreter der Studierendengemeinde, in der Regel die, die hier auch sind. Und natürlich kommt immer Besuch von unseren katholischen Schwestern und Brüdern. Wie ist unsere Struktur? Im Idealfall haben wir natürlich vor Ort junge Gemeinden und diese jungen Gemeinden. Ist ja auch ein Pointer? Ja. Diese jungen Gemeinden verwählen im Idealfall in eine Kreisjugendvertretung. Laut Kinder- und Jugendgesetz ist das auch verpflichtend für die Kirchenkreise, zumindest einmal im Jahr eine Kinder- und Jugendversammlung einzuberufen. Im Idealfall gründet sich sogar ein Kreisjugendkonvent, der mindestens zweimal im Jahr tagt. Von da aus wird in die Kreissynode delegiert. Sie alle wissen, dass bis zu 2 Jugendvertretern in den Kreissynoden sitzen können. Wir hören leider oft, dass das nicht der Fall ist und würden uns einen Ausbau dessen natürlich sehr wünschen. Darunter die Stufe ist natürlich die Option, aus den jungen Gemeinden in die Gemeindekirchenräte zu gehen. Ich sage es so, wir sind da immer dabei zu motivieren. Die Motivation kann natürlich auch von den Gemeindekirchenräten kommen, indem vielleicht mal nicht nur über Bauvorhaben und das 27. Mal über die Farbe des Teppichs diskutiert wird, sondern inhaltliche Arbeit auch gerne anregend gestaltet werden darf. Natürlich nicht in allen, natürlich nicht überall. Die Kreisjugendvertretungen, wie gesagt, können bis zu 4 Delegierte in den Landesjugendkonvent schicken und dort tagen wir 2-mal im Jahr. Was da im letzten Jahr gelaufen ist, wird gleich Johannes erklären. Wir wählen natürlich auch in verschiedene Ebenen. Die Landessynode ist ganz klar, deswegen sind wir hier, daher kommt unsere Legitimation. Wir wählen natürlich auch in die Bundesebene, in die AJ. Wir wählen Vertreter in die Landesjugendringe, sowohl in Thüringen als auch in Sachsen-Anhalt. Und natürlich sind auch viele Vertreter in unserem Dachverband der evangelischen Jugend im BEJM vertreten. All das funktioniert natürlich nur durch unser Kinder- und Jugendpfarramt, das uns dort reichlich in Form von Christian Liebchen und Peter Herford unterstützt, die bei allen Tagungen
die mir beratend mit dabei sind und auch den Vorstand, der bei uns aus 7 Personen besteht, dauerhaft begleiten und beraten. Dafür danken wir auch ganz herzlich. Jetzt ein Einblick in unsere Arbeit des letzten Jahres. Nachdem Sie jetzt einen Überblick bekommen haben über unsere formellen Funktionen, möchte ich auch von der wichtigen inhaltlichen Arbeit berichten, denn natürlich sind wir auch thematische Vertretung und nicht nur Repräsentationsgremium. So arbeiten AGs und Ausschüsse dauerhaft an Themen der Jugend wie Klima- und Umweltschutz, Inklusion, queere Jugendarbeit, dem Evangelischen Jugendfestival und so weiter. Außerdem haben wir pro Vollversammlung ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und davon möchte ich ein bisschen berichten. Im Herbst 2023, also noch gar nicht so lange her, haben wir uns mit dem Thema Krieg und Frieden beschäftigt, angeregt durch den Ukraine-Krieg. Wir haben uns dabei ausgetauscht mit einem Gast aus der evangelischen Jugend in Weimar, der eine Unteroffizierslaufbahn bei der Bundeswehr anstrebt. Außerdem haben wir uns mit dem Thema Militärseelsorge beschäftigt, insbesondere bei der Benachteiligung muslimischer SoldatInnen bei der Militärseelsorge. Dazu haben wir dann auch einen Antrag in der AEJ weitergegeben. Außerdem haben wir zum ersten Mal StellvertreterInnen für uns Landessynodale nachgewählt und das zahlt sich direkt aus. Deswegen steht Paula mit uns hier heute auch. Im Frühjahr 2023 haben wir uns mit dem Thema Klima und Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben uns gefragt, wie kann die Arbeit der evangelischen Jugend nachhaltiger gestaltet werden? Welche Protestformen sind legitim? Dazu hatten wir auch Gäste aus der letzten Generation geladen. Und wie können wir Nachhaltigkeit in der Landeskirche eine Stimme geben? Und vielleicht erinnern Sie sich ja an die Konsequenzen, die das dann auch hier auf der Synode hatte. An der Stelle auch nochmal einen Dank an Sigrun Höhne, die uns aus dem Landeskirchenamt heraus besucht hat beim Landesjugendkonvent. Fortan tagten wir vegan und vegetarisch ausschließlich. Vielleicht ja eine kleine Inspiration. Zuletzt ein Beispiel aus dem Jahr 2022. Dort haben wir uns, wie hier heute auch, mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt. Das Ziel war, mehr Bewusstsein zu schaffen für die Probleme und für die Handlungsmöglichkeiten, besonders im Kontext der Jugendarbeit. Eine Sozialpädagogin hat uns dabei durch die thematischen Blöcke begleitet. Und des Weiteren haben wir beschlossen und das zum ersten Mal umgesetzt, dass wir unsere Tagung klimaneutral gestalten und die Emissionen, die wir nicht vermeiden können, über die sozial-ökologische Klimakollekte kompensieren. Sie sehen, wir sind vielfältig aufgestellt, immer wieder tauchen neue Themen auf. Vielleicht war dieser Abriss ja auch eine Inspiration für die Tagung der Landessynode, der Kreissynoden oder für Ihre Jugendarbeit vor Ort. Vielleicht teilen Sie ja die Begeisterung fürs vegane Tagen, wer weiß. Aber um Letzteres, um die Arbeit vor Ort soll es jetzt auch gehen, denn wir sind eben nicht nur Repräsentation der Jugendgruppen in den Kirchenkreisen, sondern wir selber sind ja auch in den Kirchenkreisen aktiv. Und dazu erzählt jetzt Paula etwas. Genau. Bevor es zum Landesjugendkonvent oder dann in die weiteren Gremien geht, sind ja noch ein paar andere, also die jungen Gemeinden, die Kreisjugendkonvente. Und das ist ja eigentlich das, wo Sie noch viel mehr Kontakt zu Ihrer Jugend haben sollten. Ob das so ist, ist ja die andere Sache. Deswegen haben wir mal so ein bisschen geschaut, was zurzeit in den einzelnen Kirchenkreisen bei der Jugend los ist. Vielleicht kann ja jemand von Ihnen noch was ergänzen, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Das wäre natürlich sehr schön. Genau. Also sowohl in Jena als auch in Erfurt wurde im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr ein neuer Kreisjugendkonvent gegründet. Einfach um da nochmal frischen Wind reinzubringen. Das Ganze ist natürlich durch die Corona-Pandemie alles sehr eingeschlafen, weil so eine Zusammenkunft von den Jugendlichen nicht möglich war. In Weimar wird derzeit das Jugendhaus renoviert. Weimar hat ja eine sehr tolle, große JG. Sie müssen sich vorstellen, da kommen jeden Mittwoch 60 Jugendliche zur JG. Die brauchen den Raum und deswegen ist es natürlich sehr schön, dass sie jetzt auch den Zuschuss dazu bekommen haben, dort das Jugendhaus zu renovieren. Genau. In Hallensleben-Wolmirstedt ist nach der Jugendsynode die Idee entstanden, ein ähnliches Konzept auf der Kreisebene zu machen. Das ist jetzt für kommendes Jahr in Planung, um da auch einfach mehr Partizipation der Jugendlichen zu fördern. In Nordhausen ist ziemlich viel, aber die haben ja auch eine sehr große Jugendkirche.
Und da wurde jetzt dazu auch ein Förderverein gegründet, der Herzschlag-Freundeskreis, um auch einfach diese Strukturen aufrechterhalten zu können. Und aus meinem Kirchenkreis in Rudolstadt-Saalfeld haben wir jetzt auch für kommendes Jahr eine Neugründung des Kreisjugendkonvents angestrebt und hoffen, dass das klappt und wir genügend Jugendliche finden, die sich da auch engagieren wollen und dann auch in die weiteren Gremien mitgeschickt werden können. Genau. Und wir haben natürlich nicht nur den Landesjugendkonvent, aber auch. Jetzt will es nicht. Jetzt, genau. Jetzt etwas, was eigentlich schon nächste Woche beginnt. Wenn Sie auf Ihren Plätzen schauen, unter allen Ihren Unterlagen, sind so kleine Kärtchen. Das ist der Moment-Advent. Das kennen Sie bestimmt schon, das gibt es schon ein paar Jahre. Und da bekommen Sie, wenn Sie sich da entweder über Instagram oder auch sonst Ihre E-Mail-Adresse dort hinterlegen, jeden Tag eine kleine Anregung für den, also wie ein Adventskalender, nur halt ohne Schokolade. Genau. Dann haben wir natürlich Schokolade für die Seele, das klingt doch schön, genau. Schokolade und Stollen gibt es ja sonst eigentlich genug. Ja, im Frühjahr haben wir dann wieder unsere Vollversammlung und es wurde gerade schon angesprochen, wir hatten schon zu einigen Vollversammlungen auch Gäste von Ihnen. Es steht noch kein Thema offiziell fest, aber trotzdem möchte ich hier eine ganz herzliche Einladung aussprechen. Kommen Sie uns doch einfach mal besuchen. Für alle hätten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt Platz. Aber wenn ein paar von Ihnen möchten, die Halle ist sehr gut erreichbar und das ist sicherlich auch in der Nähe von einigen von Ihnen. Sie müssen auch kein ganzes Wochenende mit uns verbringen. Wenn Sie zu unseren Themenschwerpunkten mit da sein wollen, freuen wir uns sehr, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und auch die Meinung der etwas reiferen Jugend mit einbringen zu können. Dann haben wir alle zwei Jahre ein Festival, was organisiert wird, das Evangelische Jugendfestival, was dieses Jahr unter dem Motto Be Real stehen wird, nächstes Jahr. Und dann natürlich auch den Hinweis, nehmen Sie das bitte mit in Ihre Gemeinden und in Ihre Kirchenkreise, machen Sie Werbung, schicken Sie Ihre Jugendlichen, dass da auch eine gute Verknüpfung entstehen kann. Und kommen Sie auch gerne selber mal vorbei. Vielleicht gefällt es Ihnen ja. Ja, dann geht es weiter im Herbst, da tagen wir wieder im Junker-Jörg-Haus in Eisenach und wie gesagt, herzlich willkommen. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist Ihnen das Jugenddankopfer bekannt, das ist eine Aktion von uns gemeinsam mit der EBO. Falsches, genau. Und da haben wir in diesem Jahr ein neues Thema für, also was heißt ein neues Thema? Ein neues Projekt gesucht und gefunden, zu dem wir Spenden sammeln, jetzt über zwei Jahre. Und das ist ein Kinderhospiz in Rumänien. Ein sehr, sehr schönes Projekt. Und weil es ja, wie jetzt nicht Namibia, sehr weit weg ist, sondern doch irgendwo in greifbarer Nähe, haben wir beschlossen, dass wir im kommenden Oktober dorthin eine gemeinsame Bildungs- und Begegnungsfahrt machen werden. Unter anderem uns natürlich Rumänien, aber auch das Kinderhospiz anschauen. Genau, bevor diese Folie jetzt kommt, gibt es noch eine Sache. Nach der Jugendsynode ist ein weiteres Projekt entstanden und das ist ein Singer- und Songwriter-Workshop. Und der ist jetzt im kommenden Jahr und es sind noch Plätze übrig. Also wenn Sie musikalisch begeisterte Jugendliche bei sich in den Kirchenkreisen haben, die sich das vorstellen könnten, gemeinsam dort neue Kirchenlieder oder grundsätzlich neue Lieder zu erarbeiten, nehmen Sie bitte diese Information mit. Es ist alles auf der EKM-Seite online. Da sind alle Infos, alle Anmeldedaten. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Sache, was natürlich auch aus der Jugendsynode heraus entstanden ist. Bevor wir zur Aussprache kommen, machen wir erst einmal unser Mittagsgebet. Ja. Wir unterbrechen unser Tun und in der Mitte des Tages kommen wir zu dir, Gott. Noch liegt er vor uns, der Tag, und doch ist schon so viel passiert. An Eindrücken, Gefühlen und Gedanken. Wir halten kurz inne und beten.
Gott, ich bitte dich, halte deine schützenden Hände über uns und diese Welt. Füge zusammen, was zerrissen ist, und versöhne miteinander alle, die zerstritten sind. Stifte Frieden, auch dort, wo es unwahrscheinlich schwer fällt. Amen. Gott gab uns Atem, Nummer 432. Lassen Sie uns dieses Lied gemeinsam singen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. Amen. Vielen Dank, Stefanie. Vor der Aussprache bräuchten wir doch die Präsentation nochmal. Wir waren noch nicht fertig. Aber abgesprochen, noch nicht fertig. Wir hatten drüber gesprochen. Hast du rausgenommen? Ach, dann doch nicht. Okay. Folgendes. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen hier sitzen würden, wenn nicht Nominierungsausschüsse, wenn nicht Wahlvorbereitungsausschüsse so intensiv arbeiten würden, Leute mehrfach ansprechen, motivieren, hier mit uns zu arbeiten. Genauso ist es oft auch in der Jugend. Die Jugend ist motiviert, aber manchmal braucht es auch dort einen kleinen Anstoß, gemeinsam einen Weg zu gehen, gemeinsam mitzuarbeiten. Ich hatte das große Glück, einen sehr fähigen und sehr engagierten Kreisjugendreferenten in meiner noch jüngeren Jugend zu haben, ich nenne es mal so, mit dem ich den Kreisjugendkonvent in Mühlhausen neu aufbauen konnte, mit dem wir intensiv gearbeitet haben und weswegen ich heute auch hier bin. Es kommt darauf an, dass Jugend auch angesprochen und gefördert wird, dass sie mitgenommen werden, dass man sich gemeinsam auf diesen Weg macht. Und deshalb motivieren wir sie alle auch nochmal. Ich weiß, in Egeln gab es letzte Woche einen Antrag der Kreissynode, dass das Kinder- und Jugendgesetz umgesetzt wird, dass es im kommenden Jahr eine Kreisjugendversammlung gibt, in der Hoffnung, dass sich viele Jugendliche finden, die mitmachen. Und so wollen wir sie auch alle aufrufen und motivieren, sprechen Sie es auch in Ihren Kirchenkreisen an. Erinnern Sie, was möglich ist. Sehen Sie vor Augen, was möglich ist, zeigen Sie das den Jugendlichen. Wenn der erste Funke da ist, entfacht sich oft ein großes Feuer. Vielen Dank.